Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Klick-Klack. Diesmal hier vom Salzburger Flughafen Wolfgang Amadeus Mozart. Gleich düse ich hier los Richtung Peking, wo ich mit Tan Dun sein neuestes Schlagzeugkonzert The Tears of Nature aufnehmen werde. Davor aber will ich Ihnen ein paar fantastische Künstler vorstellen. Was Sie soeben gehört haben, war ein Ausschnitt aus unserem neuesten The Percussive Planet Programm, das wir soeben im Wiener Konzerthaus gespielt haben. Das hat richtig Spaß gemacht und dazu später ein bisschen mehr. Doch beginnen wollen wir mit einem ganz großen Künstler. Er war einer unserer ersten Gäste, als wir hier mit Klick-Klack unsere ersten Sendungen gestaltet haben. Das ist schon viele Jahre her und jetzt freue ich mich, dass er wieder mit dabei ist. Es ist der Organist Cameron Carpenter. Der Mann ist ein Hammer. Gerade vor ein paar Wochen habe ich ihn getroffen in Amerika und mit ihm über Musik zu sprechen ist fantastisch. Ihm zuzuhören ist noch viel, viel besser. Einsteigen tun wir jetzt gleich mit Chopins Revolutionsetüde, gespielt auf der Orgel. Klaviermusik für die Orgel umzuschreiben, fasziniert mich seit langem. Wenn man diese Musik auf die Orgel übersetzt, dann lernt man so viel über die Stücke an sich. You can stand to learn something about the music from hearing this. I love that idea, this idea of possibility. Ich mag die Idee, dass Musik immer wieder total neu sein kann, wenn du nur frech genug bist, mit ihr zu experimentieren. Gutsy enough to experiment with it. Da Cameron und ich, wir sind ein bisschen Leidensgenossen. Denn bei uns Schlagzeugern ist es so, wenn wir mal irgendwo hinfliegen, zum Beispiel jetzt nach Peking, dann wissen wir nicht genau, welches Instrument wir vorfinden werden. Denn mitnehmen können wir unser Zeug ja nicht immer. Gerade wenn viele Konzerte aneinandergereiht sind an unterschiedlichen Kontinenten, muss man sich oft mal auch was ausleihen. Dem Cameron hat es dann einfach gereicht und dann hat er gesagt, ich baue mir meine eigene Orgel. Oder lass sie mir bauen, um das besser zu erklären. Und diese Orgel hat er uns 2014 vorgestellt und das ist ein Wunderwerk der Technik. Alle Orgelklänge weltweit, die repräsentativ und interessant sind, sind in dieser einen Orgel zusammengefasst und gespeichert. Und mit dem Ding kann er alles machen. Und ich habe ein paar Freunde, die bauen für ihn in Deutschland, wenn er unterwegs ist, diese Orgel auf und die sagen, es ist ein Genuss, dieses Instrument aufzubauen und es dann zu hören. Wir haben die besten Klänge und Tonlagen der besten Orgeln der Welt aufgenommen und etwas geschaffen, das komplett neu ist und das es in einer wirklichen Orgel gar nicht geben könnte. It's daunting. Es ist beängstigend und auch erschreckend. A little scary, but at the same time I have my weaponry. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt mein Rüstzeug. Ich kenne dieses Instrument bis ins letzte Detail. Und obwohl sie so enorm und komplex ist, stecken doch so unglaubliche Fähigkeiten und Qualitäten in ihr. Und ich kann mit ihr spielen, was ich auf keiner anderen Kirchenorgel der Welt könnte. Aber das überrascht mich nicht. Ich habe es so geplant. Ein Instrument zu finden, das viel mehr kann als du, ist aufregend und zugleich erschreckend. Aber genau darum geht's. Thank you.
Eine meiner wichtigsten Ideen für eine Orgel ist, dass sie nicht nur majestätisch und religiös sein sollte, nein, sie sollte Drama haben, Gewalt. Sie kann auch mal banal klingen und sollte vor allem sinnlich sein. Sie sollte all das haben, was unser Leben ausmacht. Every sound and experience that could mimic and fulfill, you know, our experiences of human life. Und mit dieser neuen eigenen Carpenter-Orgel hat er jetzt eine CD aufgenommen mit dem wunderschönen Titel All You Need Is Bach. Eine bunte Mischung aus Bach-Werken, Cellosonaten, Triosonaten, alles, was das Bach-Herz begehrt. Natürlich auch bearbeitet, das ist bei Cameron immer dabei. Und aufgenommen hat er das nicht in einem Studio, nein, in einer wunderschönen Akustik, nämlich in der Berliner Jesus Christus Kirche. Mit dieser Orgel kann ich Dinge tun, die auf einer historischen Orgel nie möglich wären. Und von denen Johann Sebastian Bach zu Lebzeiten nur hätte träumen können. Ich habe mein neues Album All You Need Is Bach genannt, weil Bach für mich das ultimative emotionale Statement der Musik ist. Bach beinhaltet einfach alles. Es ist wie die universelle Wahrheit, ob du das nun aus theologischer Sicht betrachtest oder aus religiöser Sicht oder wie ich, aus logischer Sicht. Für mich ist die Passacaglia eines der größten Werke in der Musikgeschichte. Hier kann man Bachs Nähe zur reinen Mathematik sehen. Seems to have some sort of organic relationship to pure mathematics. Basically, what a Passacaglia is a form in which a simple musical idea. In einer Passacaglia wird ja ein kleines Stück Musik immer und immer wieder wiederholt. Klar wird es immer komplexer, aber es geht um eine immer wiederkehrende Melodie. The melody that you hear at the beginning is always repeated, and that to me has everything in common. Das erleben wir ja auch in der Popmusik und beklagen uns über die ständigen Wiederholungen. Aber bei Bach finden wir quasi die Wurzeln der fraktalen Geometrie. You know, mathematical origins of fractal geometry itself. Ich versuche nicht für Organisten zu spielen, also ohne akademischen Zugang. Denn was am Ende wirklich zählt, ist die Emotion. But in the end, of course, the thing that matters is the emotional impact.